Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf diesem Kanal bei den Monopollöchern. Toller Name, ich weiß. Ja, was werden wir hauptsächlich machen? Es geht hauptsächlich um Let's Plays und Alles das. drumherum. Wir werden labern und Spiele spielen. Aber ganz viel verbalen Dünnschiss. Also wirklich, das wird Es geht abgrundtief grausam. hauptsächlich ums Gelaber. Aber wir werden nebenbei spielen, also weil nur uns labern hören, das ist jetzt, glaube ich, nicht so Genau, ihr erfahrt fabelhaft. auch was übers Spiel. Genau. Sascha, warum machen wir denn überhaupt YouTube? Vielleicht setzen wir mal ganz woanders an. Ich bin Sascha, mein unfreundlicher Kollege, der sich nicht vorgestellt hat, heißt Felix. Tag. Ja, du Sack. Der wurde nicht richtig erzogen, deswegen. So. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich im Pappkarton groß geworden bin. Tja, naja, was soll's. So, wir haben diesen YouTube-Kanal gegründet, hauptsächlich eigentlich, weil wir keinen Bock haben zu arbeiten und uns auch hoffen, damit reich zu werden. Werden wir ja, das schaffen. mag naiv klingen, aber andere haben es auch geschafft und wir haben andere Sachen probiert. Wir haben halt einfach absolut kein Talent. Zu gar nichts. Und Hartz IV allein ist mau. Auf dem Strich wollte mich keiner. Was soll man machen? Das war hart. Ja, und wenn ihr uns sehen könntet, was ihr zum Glück nicht könntet, glaubt mir, zum Glück könnt ihr es nicht, wüsstet ihr, dass wir abgrundtief, wirklich abgrundtief abstoßend sind. Es ist kaum zu ertragen. Wir haben jeden Spiegel in unseren Wohnungen abgedeckt. Er spricht von sich selbst. Genau, nur von mir. Und deswegen war es auch nichts mit OnlyFans. Wenn ihr es hier wollt, starten wir es vielleicht. Wir machen alles für Geld. Ja, okay, lassen wir das mal so stehen. Okay, worum geht's? Fangen Es wir doch geht. einfach mal damit an. Gut. Wir spielen heute It Takes Two. Wir spielen es jedenfalls an. Genau Das das. Spiel ist ungefähr ein Jahr alt, letztes Jahr im März erschienen. Das Studio heißt Hazelight Studio. Ja, doch, ja. Also ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es jetzt auch wieder verlegt in Zettel. Also im Endeffekt ist es so, wir spielen jetzt, ich glaube im März 21 kam es raus. Flamed mich nicht, wenn es nicht stimmt. Und im Endeffekt hat relativ viele Preise gewonnen, war auch viel nominiert. Best Game Award hat es abgeräumt, Best Multiplayer Game. Game of the Year Award Game hat es of the Year, abgeräumt. ja, natürlich, ne? Gut vorbereitet, merkt man schon. Und ja, wie man sieht, wir sitzen jetzt beide tatsächlich nebeneinander und werden es auch gleich lokal spielen. Man kann es aber auch online spielen. Aber wir dachten, zu Also es zweit sind. ist verbaler Dünnschiss immer schöner. Ja, genau, wenn man nebeneinander sitzt, kann man sich einfach besser anschreien und sich Genau. im Fall der Fälle auch mal den Controller ins Gesicht klatschen. Es ist ein reines Couch-Koop, ein reines Koop-Spiel. Ich weiß tatsächlich nicht. Nee, man kann es nicht Singleplayer spielen. Das geht, glaube ich, tatsächlich Ich nicht. glaube nicht, dass es geht. Gut, ist eigentlich, macht auch wirklich nur Sinn, das Spiel zu zweit zu spielen, weil es macht viel mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß. Wir haben kurz mal ein bisschen angezockt. Es macht Spaß. Wir sind auch recht früh dran mit dem Spiel, das wissen wir auch. Ist von den gleichen Machern wie A Way Out. Das haben wir damals auch gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Also Da wenn ihr bricht man Lust aus dem drauf Gefängnis habt. aus. Wenn ihr Lust drauf habt, spielen wir das gerne auch nochmal zu zweit. Wir werden das wahrscheinlich meiste Zeit Couch-Koop machen. So wie es sich halt gerade ergibt. Genau. Und das könnt ihr ja einfach sonst mal in die Kommentare schreiben. Die drei Leute, die sich dieses Video angucken werden. Die drei Leute, die sich dieses Video angucken werden, sollen auch wissen, dass wir keine Corona-Leugner sind, sondern in einer WG wohnen und deswegen Couch-Koop spielen können. So. Ja, Das okay. wollte nur gesagt sein. Ja, da hat man gerade schon gesehen, dass wir schon ein bisschen angezockt haben, aber Ja, wir auch haben nicht ange. viel. Ich trete mal bei fürs neue Spiel und dann starten wir einfach mal. Fangen wir an und los geht's. Schönes Auto. So einen habe ich mir auch immer erträumt. So ein Mann oder so ein Auto? How was your day? Beides. Great. The toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know. I've got to work overtime. Well, you have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair.
using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. Babe, this isn't it. Let's not tell her. Let's stay friends instead. Yes, let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. I love you, Cody. Ich komme immer noch nicht auf ihre Ohren klar. Ja, das Kind hat große Ohren, außergewöhnliche ja. Ohren. Okay. Vielleicht ganz kurz nochmal. Es wird wirklich nur eine kurze Unzock-Session, die wir jetzt hier starten. Wenn ihr Lust drauf habt, macht mir natürlich gerne noch mehr. Es ja, wird wir auf jeden Fall von, werden. Wir machen es vom Erfolg abhängig. Ja, definitiv. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen im Petto, die wir hier hochladen werden, jetzt Stück für Stück. Weil wir natürlich auch wissen, dass es jetzt gerade hier nicht das neueste Spiel ist und die meisten von euch haben es wahrscheinlich gezockt und unser verbaler Dünsch ist jetzt kein Grund, sich dieses Video anzugucken. Man kann den Ton ausschalten. Okay, ich bin der Vetterling-Klumpen. Da bin ich auf jeden Fall dabei, war ich vorhin auch und irgendwie erinnert er mich an mich. Gut, dann bin ich Marge Simpson. Und kurz noch zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, dass viele Leute sich das trotzdem angucken werden, weil es einfach so professionell aufgenommen ist. Also ich meine, ich habe hier nicht gerade ein Flugzeug-Headset an meinem Controller dran und bin wahrscheinlich auch deswegen so gut zu hören. Aber wir fangen einfach an. Ja, vielleicht auch kurz dazu. Wir haben besseres Equipment bestellt. Das ist auf dem Weg. Wir wollten bloß einfach schon mal das erste Video starten. Die nächsten Videos werden besser. Also nicht vom Content, aber vom Klang. Jetzt hör doch mal auf, so zu tun, als ob es schlecht wäre. Es ist leider. Also nur weil du keine besseren Erfahrungen gemacht hast, kannst du ja trotzdem einfach mal Vertrauen haben in unsere zukünftige Community, dass... Ich habe gerade vor meinem inneren Auge unsere Community. Meinst du das Buch da unten in der Ladeecke? Das ist unsere Community. Du bist ein Genius. Can I just take Elephant a sec? All right. Rose, honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mom and Dad, we've decided to go ourselves. Nein! Bin ich daran schuld? Ja, definitiv. Hättest du mal normale Ohren gehabt. Oh, sie will spielen gehen. Ja, ja, die spielen gehen mit dem Elefanten spielen. Kann sein, dass du voll in dein Mikrofon atmest. Kann das sein? Besser? Ja. Okay. Okay. Boah, cooles Zimmer. Richtig cooles Zimmer. Im Vergleich zu unseren früheren Zimmern ist auch jedes Zimmer ein cooles Zimmer. Du hattest ein Zimmer? Ich hatte nur so eine grüne Gießkanne. Als wenn du ein dickes Ding da reinpassen würdest. Boah, ich war da nicht drin. Ich hatte die. Das war alles, was ich hatte. Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Look, it says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad, I wish you could be friends again. Wenn mein Kind von mir verlangen würde zu arbeiten, würde ich es aber auch verstoßen. Als wenn jemand mit dir Kinder zeugen wollen würde. Darum geht's doch gerade gar nicht. Dass ja, ich meine, Wunschdenken kannst du ja gerne haben, aber wir wollen doch wirklich ein bisschen realistischer bleiben, oder? Oh, du verdammtes Arschloch. Hallo, jugendfreier Content hier. Du Sohn einer Mutter, die ihren Körper verkauft. Oh, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, du kleiner Sack.
Man merkt, Sascha war damals im Debattierclub. Es fällt mir einfach schwer, in meinen Aussagen jugendfrei zu bleiben, wenn ich mit dir spreche. Telefon. Machen wir mal Pause, das schneiden wir dann später raus. Ja. Hallo? Hallo? Ja, ich fahr gleich los. Bis gleich. So, weiter geht's. Professionelle Unterbrechung ist vorbei. Yes. Why do you always blame him? Thank you. Oh, oh. What is that? Der hat so coole Arme und die Augenbrauen. Worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased. Am besten finde ich den spanischen Akzent. Ohne den wär's auch nicht professionell. Richtig. A nightmare. Und tschüss. Wir wollen jetzt hier nicht Selbstmord unterstützenden Content produzieren. Bist doch auch schon wieder da. Oh mein Gott, you can't wake up here. Exactly. Okay, Mr. Book. So, Mr. Book. Wake up, Cody, May. You're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah, we're divorcing. It's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter one! Fix your relationship! Plus, I promised your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, like what? A river. May, it's Rose! Flowers growing in the grass. Come on, let's get to her. She must know what's going on. Butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Ja, keiner mehr da, du scheiß Buch. Ja, das ist halt so. Da fühle ich mich jetzt aber verstanden. Nie hört mir jemand zu. Ich bin Hamster. Was an dem Spiel besonders cool ist, ist, dass man hier das Movement so cool bewegen kann. Einfach wirklich Hammer. Man hat so viele Bewegungsmöglichkeiten. Es ist wirklich verdammt gut gemacht. Es sieht auch richtig schön aus. Definitiv. Okay. Erste Mission. Lass mal das Ding hier runterziehen. Muss ich bei meiner Treppe auch machen. Gehen auch kaputt. Generator anschalten, damit die Treppe geht. Erstmal fliegen jetzt alle Sicherungen raus. Weil wir ja in so einem Kackhaus wohnen. Ja, weil du nichts reparierst. Für dich doch nicht, du fetter Lehmklumpen. What's going on? We can't lower that staircase without those fuses. But those fuses? They just ran away. I mean, did you see them on their little fuse legs? We'll worry about that later. Let's just bring them back. Let's go. Okay. Erstmal den Keller erkunden. Steck ihn rein. Ich steck ihn hier rein, wenn das Video zu Ende ist. Weißt du was? Wenn ich ihn dir hätte öfter reinstecken dürfen, hätten wir uns nicht scheiden lassen müssen. Oder müssten wir uns nicht scheiden? Oh, ich glaube, hier soll man nicht lang. Hast du das gesehen? Dass du unfähig bist, das sehe ich öfter. So ein blöder Sack, ey. Total unhöflich. Bei dir kann man nicht höflich sein. Du willst, dass Leute deine Videos gucken, ja? Dann musst du mal ein bisschen anderes... Ist ein anderer Wortschatz. Wenn ich Geld zulegen. Verdienen könnte, ohne dass sie meine Videos gucken, hätte ich damit jetzt auch kein Problem. Du willst also Geld mit Videos verdienen, ohne dass sie jemand guckt? Verstehe ich es richtig? Das wäre cool. Das wäre ein Traum. Zieh doch mal in der Klappe.
Und halt dabei deine. Oha. Schön artikuliert. Jetzt rennen wir hier durch ein Kabel. Also so klein, dass wir durch Kabel passen, sind wir eigentlich nicht. Danke, dass du die Physik dieses Spiels hinterfragst. Das war bestimmt dringend notwendig. Sowas haben wir hier. Also man muss auch ernsthaft sagen, es ist wirklich schön gemacht. Es hat nichts ohne Grund wirklich bei den Preisen richtig abgeräumt. Und bumm. Guck mal, was ich kann. Warte, das muss ich gleich nochmal zeigen. Ich weiß, was du kannst. Guck dir an, wie ich springe. Guck dir an, wie ich springe. Okay, wenn ich mal das im Bett bei uns gekonnt hätte, hätten wir uns nicht scheiden lassen. Ich mach das ohne das Ding. Ha. Zack. Und zack. Und in den Tod. Also ich will ja jetzt hier nicht gemein sein oder so, aber... Du hast mich überfahren. Das würde uns Arbeit ersparen, wenn... Naja. Ich meine, ey, sag mal, kannst du mich nicht mal ständig umbringen? So eine Scheidung ist teuer, vielleicht. Will ich das nicht anders. Du bist aber gut. Der Stecker muss drin. Sehe ich doch gleich. Vielleicht machen wir hier auch Säge. So einen Speedrun draus. Vielleicht kann ich mich ja hier einmal... Boah, ja bitte, zersäg dich. Ich bin aus Holz, das dürfte mir nicht schaden. Ach so, Holz schadet es nicht, wenn man sägt. Na doch, aber... Ich weiß jetzt, warum du kein Handwerker geworden bist. Ich bin dann aus zwei Teilen. Ich kann dann mit dem einen Teil auf den Händen laufen und mit dem anderen auf den Füßen. Ich würde den Teil nehmen ohne Mund. Und jetzt Rinder in die Linda. Wenn Rinder nicht dein einziges Interesse wäre, dann wären wir auch noch zusammen. Du hörst mir doch gar nicht mehr zu. So, erste Aufgabe ist schon mal geschafft. Definitiv. Ich würde auch sagen, das ist... Wir hören uns das vielleicht kurz noch an. Das ist das Elefantenorchid. Ask yourself, can you really own the people you love? You just let us through? Come on! I will! But first, there's someone I want you to meet. Cha-cha-cha-cha-cha-cha! Ta-da! Oh, what the hell? Der Staubsauger. Ich kann das erklären, warum der einen Mund hat. Gehört da nicht ein Rüssel dran an seinen Mund? Was ist mit dem passiert? Der war verklebt. Verstehe. Du Sau. Du Sau. Und das, obwohl er dich dabei so unschuldig angeguckt hat, ja? Du bist so ein Widerling. Das ist übrigens der Grund für die Scheidung. Ich habe ihn nämlich mit dem Staubsauger erwischt. Der Staubsauger zeigt sowas wie Liebe. Ah, und damit hast du dich dann immer schön eingeschmiert, ja? Das heißt doch so schön Schlucke, nicht Spucke, ne? Deswegen habe ich den Staubsauger auf der Seite gelegt. Ja, deine Schuld. Nee, danke. Wenn du bloß so sagen könntest. Du musst es dir einfach nur verdienen. Müll rausbringen und so, ja? Genau. Ja, dann vergiss es. So gut war es dann ohne. So, jetzt sind wir wohl im Staubsauger. Nee, sind wir nicht. Der hat uns ja gerade ausgespuckt. Ach so. Ah, stimmt. Sind wir nicht im Staubsauger. Das Buch ist anstrengend. Das Buch ist wirklich todesnervig. Learn collaboration. That's not our strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Collaboration. Now, see you later. Jetzt wisst ihr, warum Sascha kein Synchronsprecher wurde. Wir
This would never have happened if you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it, like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners are alive. Well, now we are. Huh? Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know we're getting a divorce. But we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Okay, ich würde sagen, das ist ein perfekter Punkt, um einfach mal aufzuhören. Nicht aufzuhören, abzubrechen und später weiterzumachen. Ja, natürlich so. Also, wie gesagt, richtig geil wäre, wenn ihr in die Kommentare hauen würdet, vielleicht auch, ob ihr wollt, weil wir werden so ein paar Projekte nebeneinander auch zocken und Videos dazu hochladen. Wenn ihr Lust habt, unseren Scheiß weiterzuhören, dann schreibt es doch einfach mal rein und vielleicht auch, ob wir Way Out zocken wollen. Also ich hätte Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen Feedback wäre halt ganz gut. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, ich meine, ich kann theoretisch auch mir einen anderen Partner für die Videos suchen. Das kann ich nur so zurückgeben. Ich glaube, das war sogar für den ersten Dreh mit wirklich, wirklich beschissenem Equipment, was wir jetzt auch noch ändern werden. Ja. Ganz gut, seht uns nach, ist der erste Versuch so und es geht ja hauptsächlich darum, wie viel Scheiße wir labern können. Ja, genau. Wir werden bestimmt dann auch noch so ein bisschen beim Zocken, wie wir es sonst auch machen, Storytime machen, da gibt es dann mal so ein paar Geschichten, was uns so lustige Sachen erlebt, die wir so erlebt haben und ja, also geil wäre, Like da lassen, abonnieren, wir werden hier regelmäßig Content hochladen und ihr könnt auch gerne mal Spiele vorschlagen, die wir zocken sollen. Im besten Fall Koop, aber auch Singleplayer. Wir labern dann zusammen und wechseln uns dann halt ab. Dann seht ihr halt, dass der Einzige, der wirklich gut spielen kann, ich bin. Ja, genau. So ist es nämlich nicht. Haut's einfach in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Und im Endeffekt geben wir einen Fick darauf, was ihr hier von euch gebt. Aber das tut ihr bei uns auch. Deswegen ist das nur fair. Okay, gut. Das ist auch ein schönes Wort zum Abschluss. Das ist das Wort zum Abend. Also, viel Spaß bei Klotime, während ihr das wahrscheinlich gucken werdet. So mache ich das nämlich immer. Und einfach mal ein Feedback da lassen, ob ihr Bock drauf habt, ob wir es weiterspielen sollen. Okay, komm, halt's mal jetzt. So, Video ist zu Ende. Ciao.